So, ja. Hier fehlt uns da noch ein Land zum Glück. Ja, aber das sieht schon sehr schön aus. Danke. Hast du gut gemacht. Ich gebe mein Bestes. Ich würde mich über eine Ebene sehr freuen. Oh, unser Gegner hat ja alles richtig gemacht. Ja. Ich glaube, wir sind eigentlich schon tot. Das Leben können wir nicht mehr aufholen. Das ist die zweitbeste Karte des Formats. Ja. Oh, er hat auch die beste Karte des Formats. Wie kann man nur alles richtig machen? Er spielt noch keinen Greenseeker, also. Vielleicht muss er das Grün suchen. Ja. Okay. Diese Diamond mehr war zu wichtig. Der Bugel ist auch schön mit dem Endurance. Ne? Ja. Okay. Keine Blocks. So, hier greifen wir mal an. Gucken, was so passiert. Und ich glaube, wir. Wie viel kostet die Axt zum Equippen? Zwei. Aber ich wollte erst den abräumen. So, okay. Weil so offenes Cancel Manner und so wollte ich jetzt unbedingt nicht was reinspielen. Ja, dann willst du bei in seinem Zug den Ja. Zug. Remax. Weil so hyperschnell sind wir nicht. Ist irgendein Grund, das jetzt zu machen? Bevor irgendwie so zwei Spells kommen oder so. So. Klick. Dezu Dispersed ist auch nicht besonders profitabel. Und legen wir dann Chaplin oder Pride Main? Eigentlich müssten wir Chaplin legen, ne? Ja. Damit der Pride Main schneller anfängt zu wachsen. Wächst. Damit er sich ordentlich schön wachsen kann. Und es hat natürlich auch den Vorteil, wenn unser Gegner Counterspell hat, dann ist Dann hat der er den, Break Chaplin. ja. Gibt Schlimmeres. Okay, das weiß. Ah, gegen diesen Fountain ist Raisin jetzt nicht so die allerbeste Idee. Ja, mit dem Pride Mate kann man das schon mal machen. Also Ja. nicht racen, aber halt, das geht dann schon recht fix. Unser Gegner meint, er will gar nichts machen. Ja, mit der Endurance schon hat man schon eine schöne Versicherung. Na gut, aber was soll denn dem Pride Mage passieren, was ihn umbringt? Nehmen wir den Pride Mate nicht. Gibt ja auch keine Flash-Kreaturen, oder? Außer diesen 3-2er in Schwarz. Disperse. Was wird der gedisperse? Der da. Okay. Bin ich so einverstanden? Equippen wir dann noch? Klar, sowieso schon. Wie gesagt, was bringt denn irgendwas um? Ja, es gibt halt Take Vengeance, aber ich meine, wenn sie das auf. Aber das geht ja nicht auf den Brighton. Genau, es geht halt nur auf den Lifelinker. Och. You're welcome.
Mal schauen, ob er den Fountain aufhört. Naja, der muss eigentlich. Eigentlich muss er gehen, ne? Sleep. Jetzt kommt gleich das Take Vengeance. Und es kommt kein Take Vengeance. Nein. Wir sind ja nicht so unter Druck, ne? Allerdings wollen wir schon gern den legen. Passt doch einfach für besser für alles. Ja. Dadurch, dass wir nur ein weißes haben. Können wir vielleicht später irgendwie das Burglar und die Endurance offen halten. 4-4 plus 3, also eine Runde mehr. Gibt keinen Grund, jetzt auf die Tube, nicht auf die Tube zu rücken. Also na gut, unser Gegner könnte Cleansing Nova haben, ne? Die einzige Karte, die irgendwie alles zerstört. Mhm. Gibt es noch irgendwas? Nee, ne? Die kostet aber. Kostet die 5? Ja, 5. Da ist ein Flieger, interessiert uns nicht. Ebene? Nope. Naja, das ist okay. Ist halt die Frage, der Pride Mage jetzt mit reinläuft. Nee, das gefällt mir nicht. Den zu Endurancen ist ja auch immer, ist ja auch blöd. Kommt er dann auch als 2-2er wieder? Verstehe. Gleichzeitig würde man den Pride Mage blocken statt des Lifeling, den Lifelinger, weil der ist schon nervig, so ein 3 Power Lifelinger. Wollen wir den behalten? Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Schon, ne? Wir haben auch momentan sonst keine Life Gains aus, ne? Also außer das Shield mehr, aber das ist ja auch noch nicht aktiv. Dann spielen wir jetzt die Cavalry. Nö. Falls irgendwie doch noch ein paar Zahner kommen. Aber den können wir doch nehmen. Mehr Life gehen für alle. Oh ja. Traurig. Die Frage ist jetzt, auf wen wir equippen. Wahrscheinlich auf den Chaplain, ne? Damit jeder angreifen darf. Ja. Besser auf den Neonate. Dann können wir mit dem Archer das Pferd kleiner machen, wenn die so blocken. Jetzt wird wahrscheinlich der 3-2 den Chaplain töten. Achso, oder er macht das so. Auch okay. Ja. Dann können wir auch mit dem Archer ihn abschießen. Hm.
Wir können mal unseren Pride Mage Code machen, weil irgendwann sind wir vielleicht das Invoke dafür. Haben wir das jetzt Mendek? Ja, ja. Ja, okay. Natürlich. Sehr gut. Oh. Wir können eine Karte ziehen mit dem 3-2, ja. Wir können auch einfach so einen Flieger nehmen. Ja. Wir können auch einfach diesen 4-4er wiederholen. Ist das nicht das Allerbeste? Das ist bestimmt das Allerbeste. Der macht schon echt eine Menge Druck. Weil jetzt aktivieren wir auch den Neonate. Kriegen noch 3 Leben durch den Chaplain. Jetzt geht das einfach ganz fix. Korrekt. Okay. Wollen wir Doris? Wir wollen noch ein zweites Invoke, oder? Und so ein paar Artefakte dann gehen, wird schon was drin sein, ne? Ja. Was wollen wir nicht? Besonders gegen Blau-Weiß. Ja, die haben Luminous Bonds, die haben das minus 6, minus 0. Ja, also so als Idee, ne? Wir haben ja jetzt nur den Fountain und dieses Pferd gesehen. Und die Luminous Bonds. Ja, korrekt. Ja. Ich glaube, das Bouquet brauchen wir nicht. Mhm. Und. Man könnte über den zweiten Neonate nachdenken. Nee. Das hier gefällt mir auch nicht. Okay. Hä? Haben wir nicht. Achso, wir haben nur eine Karte genommen. Ja. Wahrscheinlich wollen wir kein Duress. Obwohl, na, Duress und Invoke beißen sich so ein bisschen, ne? Ja, das stimmt. Normalerweise hätte ich halt immer Angst vor irgendwie so Counterspells oder Divination, aber so wirklich erwarte ich da jetzt nichts von. Wir könnten so einen einboarden, der kann mal diese ganzen 1-3er blocken. Oder einfach gegen sie angreifen. So. Ist knapp. Ist knapp. Ja. Aber der Neonate rettet uns ja den Tag. Oh ja. Ey, aber wir haben den perfekten Counter dafür. Für nur 2 Mana die Runde. Ja. Ja, ist auch nicht schlecht, ne? Wenn wir keine Ebene ziehen, dann müssen wir auch nichts ausspielen. Ja. Oh, so viel Pech. Never lucky. Schwarz. Aber wenn wir jetzt mit dem Chaplain angreifen, ist das genauso, wie wenn wir den Neonate aktivieren. Nee, unser Gegner verliert ja kein Leben. What? Wir greifen noch an. Also. Okay. I get your point. Wollen wir direkt diesen Fountain invoken, wenn wir können? Also der macht schon eine Menge Leben, wenn man die zwei hat. Weiß ich nicht. Ja, Fountains sind einfach zu stark. Ich hätte jetzt eher gesagt, nein. Was soll denn kommen? Wollen wir jetzt angreifen? Na klar, rein da. Ja, okay. Was soll aber nicht mit dem Neonate. Was soll denn passieren? Er blockt. Den Angriff sollte man wahrscheinlich immer machen. Ah, okay. Aber Archer legen wir jetzt trotzdem, oder? Ja, müssen wir, ne? Ach Mann, wir haben nicht geblockt. Nächste Runde gibt es ein paar Kerzchen. Oh je. So, hast du mich nicht abgehalten, das im Wurf zu bleiben? Jetzt? Der ist relativ groß und mächtig. Ja, müssen wir durch. Wie viele Dämonen haben wir eigentlich im Deck? Das war nicht allzu viel. Ich könnte mal vor, wir hätten das alles gezogen. Können wir schon fast blocken.
Weil so viel gegen Flieger haben wir ja auch nicht, ne? Ja. Exakt. Oh ja. Jetzt legst du den 6-5er? Ja. Ja. Irgendwas muss ja blocken. Naja. Wir können mit dem Neonet blocken und dann racen. Naja, da kann echt viel schief gehen. Ja, das ist korrekt. So eine Spores wäre ganz schön nice, weil dann könnten wir den Flieger auch reanimieren, dann hätten wir den Blocker für den anderen. Ein Spores? Ja, so eine Strangling Spores. Achso. Ja, oder dieses Ding, was ein Leben macht und Minus gibt. Mhm. Ey, er hat den Dämon. Jetzt allerdings ist es ein bisschen schwierig. Ja. Ist immer ein bisschen dreist. Na, jetzt müssen wir den wahrscheinlich holen, ne? Gibt's irgendwas? Ja, oder minus 1, minus 1. Ah, ist kein Instant, oder? Das ist ein Instant. Ich glaube schon. Ist nicht voll gut. Ah, ja. Ich glaube, das ist kein Instant. Oh. Hm. Okay. Jetzt könnte es knapp werden. Jetzt könnte es knapp werden. Haben wir irgendwas? Nee. Ja, Rice gegen Disperse ist wahrscheinlich gar nicht so geil. Ja. Generell ist alles nicht so geil. Wenn wir dicke Dämonen nicht handeln können. Vielleicht wollen wir mit Rest oder noch so ein 6-5er. Ja, ne? Irgendwas, was. Also, wir können auf jeden Fall so eins rausnehmen. Und. Weiß ich nicht. Invoke gefällt mir eigentlich ganz gut. Jetzt haben wir auch das 5-Mana-Artefakt gesehen. Ja, ja. Vielleicht haben wir das zweite davon. Hm. Ja, wir wollen ja nicht unsere Sachen animieren. So. Oh. Das ist eine schöne Hand. Was spielen wir denn zuerst? Dadurch rasten wir auch gleich rein, oder? Klar. Jetzt wird reingetreten. Bevor ja noch der Fountain kommt. Take Vengeance und Sleep. Diamond mehr. Gute Kombo. Nein, nehmen wir Take Vengeance, oder? Ja. Sleep kann halt langfristig auch ein Problem sein. Okay. Nein, wir invoken jetzt nicht das Diamond mehr. Warum nicht? Wenn alles richtig läuft, machen wir es wahrscheinlich Response of Dane, ne? Ja. Das heißt aber, dass wir jetzt nicht Schaden angreifen können, ne? Können angreifen. Ja. Gucken wir mal, was passiert. Oh, wenn unser Gegner so ein 2-2er legen würde oder so. Oder ein 2-3er. Ja, mehr so ein 3.
Mehr so ein 2-2er, der mit dem Block, das wäre geil. Noch ein 1-3 wäre auch okay. Ist doch die Frage, ne? Unser Gegner weiß ja, dass wir Archer haben und so. Ja. Kann auch gut sein, dass der einfach nicht geblockt wird. Auch einfach jetzt, ja. Ja. Aber er scheint ja irgendwie Optionen zu haben. Ja. Was ist die oberste Karte? Die ist noch der Snapping Drake, ne? Das ist natürlich ein bisschen merkwürdig, weil wir da nicht dieses Pferd kaputt machen können. Oh. Ich glaube, wir machen nichts. Ja, gefällt mir. Ach, den Leben oder was trotzdem bekommen. Die Sache ist, jetzt müssen wir halt den strangeln. Strangeln, damit wir einfach angreifen können. Ja. Klingt fair. Right? Also, Creature Card from your graveyard. Ja, es ist schon echt viel Damage. Geht auf 7. Dann legt, dann muss er auch mit dem Drake blocken, hoffentlich. Ja. Dann macht das Lieb nicht so viel. Aber jetzt ist er eigentlich fair. Ich weiß nicht mal, ob er sich überhaupt erlauben kann, den Marshall nehmen zu lassen. Ja, wahrscheinlich muss er den Marshall blocken. Naja. Wenn mal diese Maschine nicht kommt. Oh, es ist so eine Maschine. Ich könnte einen Vertrag gebrauchen. Oh, das ist keine Maschine. Hm, das Burst ab. Sieht ja schon so aus, oder? Nee. Ne? Nee. Es sieht so aus, ja. Greifen wir denn nur mit diesem Chaplain an? Das klingt ja auch richtig kacke. Weil dann dispersed er den Pride Mate und schluckt einfach den Chaplain und dann legen wir den 2-2 Pride Mate. Nee, dann blockt er den Chaplain. Der ist ja dann tot. Na, wenn wir nur mit dem Chaplain angreifen? Ja, Bouncer Pride Mate und Block Chaplain. Richtig, genau das habe ich gesagt. Er hat schluckt gesagt. Ja, er schluckt den Chaplain. Also, er schluckt ihn im Sinne von, er tötet ihn. Natürlich. Ja. Wenn wir Pride Mage angreifen, dann Bouncer Chaplain und die beiden traden. Ja. Auch nicht beautiful. Wahrscheinlich können wir nur mit dem. Na, vielleicht müssen wir einfach so spielen, dass er halt nicht das Burst hat. Die sind schon so weit hinten. Nein, aber. Also, im Sinne vom Card Advantage sind wir schon relativ weit hinten, oder? Er hat noch 3 Handkarten. Wir haben nichts mehr. Und wenn er das Disperse hat, ist er sogar vorne auf dem Board. Klingt schon so, als wäre er. Er hat einen Mage gegen den. Also halt okay, dann ist es ausgeglichen auf dem Board. Aber. Ich glaube, das ist schon wert. Wir tauschen Disperse gegen Chaplain. Das ist schon ein Tausch, den man durchaus eingehen kann. Das Sleep in unserem Gegner ist jetzt auch nicht besonders broken. Also. Ja, das stimmt. Schnell spielen den Pride Mate noch, bevor der Schaden passiert. Warum habe ich keinen Flash? Ja.
Dann spielst du die Planes nochmal. Okay. Geht weiter. Wer hätte es gedacht? Das ist schön. Da gibt es auch keinen Soft-Counter in dem Format, Was ist ein Softcard? Ah, für X mehr oder ne? so? Ja. Nö. So, wahrscheinlich wird das Sleep jetzt schlafen gehen. Und dann tauschen wir schon, ne? Diesmal kann keine Spurs kaufen. Das kann Land des Spurs. Nee, kannst nicht. Das kann nicht mein Land des Spurs. Right, logischerweise. Okay, zwei Leben. Von Level 0 kannst du gleich einen neuen Draft joinen. Der ganze Brunnen hat mir ein neues Deck gegeben.